Klassiker, den Sie geschrieben haben, ist doch schon ein Stück älter und das war der Bader-Meinhof-Komplex. Mhm. Und jetzt ist es vielleicht ein bisschen ein grober Bruch zwischen dem, was jetzt in der Pandemie passiert und der Autobahnbrücken und der Baden. Aber so grober ist er vielleicht gar nicht. Ne? Nein, es gab also in meiner Generation, ich meine wahrscheinlich in jeder Generation, gibt es so Wellen, in denen ganz viele Leute auf die Straße gehen. Ich bin immer eher als Journalist mit auf die Straße gegangen, habe so am Straßenrand der Geschichte gestanden, weil ich nie so ein Aktivist gewesen bin, der da mit Ho Chi Minh auf die Lippen über den Kurfürstendamm läuft. Aber ich habe natürlich ein gewisses Verständnis dafür gehabt, wenn zu bestimmten Themen Leute in großen Mengen auf die Straße gegangen sind. Also zum Beispiel gegen den Vietnamkrieg. Ich war auch gegen den Vietnamkrieg, obwohl ich kein Anhänger von Nordvietnam gewesen bin. Aber das lassen wir jetzt mal beiseite. So, und die Jugendlichen, junge Leute haben natürlich ein Interesse daran, auch erstens gemeinsam zusammen irgendetwas Sinnvolles zu tun, was die Gesellschaft oder die Welt in ihrem Sinne, sagen wir mal, ein Stück verändert oder sie wenigstens den Anspruch anmelden können, dass sie was verändern wollen. Und wenn wir das jetzt auf die gegenwärtige Zeit übertragen, dann kann ich verstehen, dass den Jugendlichen das irgendwann schwerstens auf den Senkel geht, dass sie entweder, wenn sie jünger sind, nicht mehr in die Schule gehen können, sondern ständig nur vom Bildschirm sitzen digital mit den Lehrern oder mit ihren Mitschülern kommunizieren, dass sie in der Bude sitzen, dass es ein Ausgangsverbot gibt, dass sie nachts irgendwie oder abends nicht mehr spät an die frische Luft gehen können, sondern dass sie immer in diesen Buden sitzen. Und die Wohnungen eines normalen Bürgers sind ja eben nicht so, dass die alle irgendwie Platz haben und ihr eigenes Fenster haben, das sie aufmachen können oder auf den Balkon gehen und dergleichen. Die Lebensbedingungen der durchschnittlichen Bevölkerung sind nicht so gewaltig toll. Das natürlich alle Maßnahmen, die ergriffen werden, die sie zu Hause halten, die sie auf irgendeine Weise daran hindern, gemeinsam ihre Freunde zu treffen oder auch ein Bier zu trinken, das geht denen irgendwann gehörig auf den Wecker. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass in der Politik, auch zum Teil in den Medien, irgendwie auch die Chance ergriffen wird, mal, sagen wir mal, Autorität zu demonstrieren und dafür zu sorgen, dass die Leute eben nicht rausgehen und sich nicht gegen die Maßnahmen der Regierung wenden. Und ich muss sagen, ich habe immer darauf gewartet, wenn mal irgendwo so eine große Demo ist zu dieser Zeit, wo dann ja, man kann das ja im Fernsehen auch sehen, das sind ja nicht nur alte Leute, die da demonstrieren, sondern sind ja auch viele junge Leute, natürlich wahrscheinlich jede Menge Querdenker oder andere Irren, mag ja alles sein. Aber wenn ich mir die Bilder angucke, sind das viele junge Leute. Und ich habe mich immer gefragt, wo eigentlich dann anschließend die gewaltige Explosion der Infektionszahlen gekommen ist, wenn sich mal 10.000 Leute irgendwo getroffen haben. Ich bin mir nicht so sicher, ob sich das Ganze, diese ursprünglich mal zu Recht bestehende Angst vor einem neuen Virus, dass sich das nicht auf irgendeine Weise verselbstständigt hat und man gar nicht mehr genau genug hinguckt, wie groß die Gefahr tatsächlich ist. Und ich sage Ihnen, da komme ich immer auf denselben Punkt wieder zurück darauf, man muss sich die Todeszahlen angucken. Mhm. Und man muss mal sagen, wie alt sind die eigentlich, die gestorben sind? Um jeden schade, wenn ich sterben würde, würde mir das auch leid tun. Klar, logischerweise nicht. Aber irgendwie muss man doch die Realität noch im Blick haben. Sie können doch diese Methoden auf Dauer nicht weiter. Ja, aber man muss nicht gleich sterben, damit es teuflische Folgen hat. Was? Man muss nicht gleich sterben, damit es teuflische Folgen hat. Es kommt jetzt eine Lawine auf uns zu, die ich Long Covid nenne. Nein. Wir haben schon einige Patienten, die neurologische Probleme haben in Form von Burnout, die nicht mehr arbeitsfähig sind. Das rollt jetzt erst. Und das sind junge Leute, die sich angesteckt haben und die sind nicht in ihren Todeszahlen drinnen. Junge Leute, die an anderen schrecklichen Krankheiten gestorben sind. Man muss das in einer bestimmten Relation sehen. Ich will das nicht verharmlosen, das ist überhaupt nicht die Frage. Und ich habe Ihnen ja gesagt, ich habe mich auch impfen lassen, nicht? Mache ich auch, um meine Bewegungsfreiheit wieder zu haben. Und wenn es tatsächlich die Regierung das endlich mal schafft, genügend Impfstoffe zu besorgen, damit wenigstens diejenigen, die sich impfen lassen wollen, genügend Impfstoff haben. Und wenn man damit die Infektionszahlen insgesamt senkt und diese berühmte Herdenimmunität dadurch herstellt, ist es doch alles wunderbar. Bloß ich glaube, man muss genauer hingucken, was die Realität ist. Und auch nicht glauben, dass man alles von oben herab durch Maßnahmen regeln kann. Aber jetzt ist so, Realität, man muss schauen, was die Realität ist. Sie wissen das besser als die meisten anderen. Besser in einzelnen Kommunen zu machen. Wie stellt man denn Realität her? Realität wird auch medial hergestellt. Und damit das alles geht und damit sich das alle auch gefallen lassen auf die Dauer, muss man auch medial eine Realität herstellen, die sozusagen dauerhaft Gefahr signalisiert, weil sonst wird man die Leute nicht mitbekommen.
kommen. Und da stellt sich natürlich schon auch die Frage, ob die Medien in diesen 18 Monaten, die das jetzt dann bald dauert, ob die die Rolle, die sie eigentlich haben, nämlich tatsächlich die Realität auch zu hinterfragen und sie nicht nur eins zu eins sagen, das weiter zu transportieren, was die Regierung sagt. Macht, ob wir das wirklich, ob das wirklich Ich glaube, das ist in der Tat ein Problem. Und ich sage Ihnen mal ein ganz simples Beispiel. Sie erfahren oder haben in den letzten Monaten jeden Tag in der Tagesschau erfahren, die Zahl derjenigen, die wieder an oder mit Corona verstorben sind. Ne? So. Da ist dann heute wieder 250 oder 400 oder wie viel das gewesen sind. Und kein Mensch weiß, dass im Jahr am Tag in Deutschland ohnehin ungefähr 2500, 2400, 2500 Todesfälle insgesamt sind. Sodass die Leute gar nicht mehr im Kopf haben, in welcher Relation das eigentlich ist. Was meinen Sie, wie viele Leute ich schon gefragt habe, wenn wir darüber reden, ist das meine Standardfrage. Weiß kein Mensch. Ich darf noch mal sagen, es gibt... Das wird so stilisiert zu einzelnen. Da macht man sich doch vollkommen unsympathisch als Regierung. Ich bin ja nur froh, dass es bei uns die ÖVP war, die eine eingeschriebene Wirtschaftspartei ist, die die Wirtschaft runterfahren musste. Stellen Sie sich vor, die Sozialisten hätten das gemacht. Nicht? Was für ein Drama hätte das gegeben? Also ich glaube, keine Regierung dieser Welt realisiert gerne, indem sie so etwas aufbläst und erfindet. Auch wenn es sperrig ist. Ich muss noch mal sagen, wirklich, es gibt diese Standards, es gibt die Methoden, die Wirklichkeit nach wissenschaftlichen Kriterien sich der anzunähern. Und die sind etabliert. Sie haben den Begriff evidenzbasierte Medizin formuliert. Ich bin in solchen Leitlinien tätig. Und da geht man wirklich aufs Komma, man schaut sich die Studien, die Zahlen an. Ein Beispiel zum Beispiel Long-Covid. Ich habe auch zwei Patienten, die wirklich daran leiden. Ich brauche aber, um zu sehen, um das zu steuern zu können, als Gesundheitsminister zum Beispiel, brauche ich repräsentative Zahlen. Wie viel sind es denn wirklich? Und wenn wir das gemacht hätten, was jeder sagt, der Herr Schrappe sagt, der Herr Antes sagt, jeder, der Ahnung hat epidemiologisch, sagt das von Anfang an der Corona-Krise. Warum macht ihr denn nicht das, was jeder macht in dieser Situation, repräsentative Kohortenstudien, Stichproben? Dann wüssten wir das heute. Dann wüssten wir, wie viel Prozent... Stichproben wozu? Darf ich fragen? Das ist das kleine Einmaleins der Epidemiologie. Das Prinzip ist, wir warten jetzt ab. Nein, das Prinzip ist folgendermaßen. Das Prinzip ist folgendermaßen. Wenn Sie eine Wahl voraussagen wollen, ja, was machen Sie denn, wenn Sie ein Institut sind für Wahlforschung? Sie fragen eben nicht eine Million Leute einfach mal so, sondern Sie nehmen sich 5000, die exakt ausgewählt worden sind, dass Sie genau, das ist eine Kunst, diese Stichprobe herzustellen, aber diese Stichproben gibt es. Und dann befragen Sie die 5000 und Sie können die Wahl bis aufs Komma voraussagen. Das wissen wir doch. Und genau so muss man vorgehen. Das ist das kleine Einmaleins. Das sagt Herr Schrappe, Herr Anders, das sind die führenden Epidemiologen, Herr Sönigsen. Sie wurden ausgegrenzt, diffamiert, nicht gehört. Und das ist ein absolutes Versagen. Und deswegen können wir hier nicht über Maßnahmen sprechen. Wir müssen erst mal drüber sprechen, wie stellen wir die Wirklichkeit her? Genau, wie machen wir es und wie haben wir es besser gemacht? Ich fand das immer sehr faszinierend, weil einer der Politiker, die irgendwie weltweit medial jedenfalls als die Totalversager in der Pandemie gegolten haben, war zum Beispiel Donald Trump, der amerikanische Präsident. Sie sagen aber, wir müssten von Amerika lernen. Hätte es Angela Merkel machen müssen wie Trump? Was meinen Sie konkret, was er gemacht hat? Nichts. Medial hieß es, der hat nichts gemacht, der hat das alles irgendwie verharmlost. Ich weiß, hat er mal sozusagen, das Große hat irgendwie so einen speziellen Ausdruck dafür noch gehabt, nicht? Um die Impfzahlen nach oben zu bringen. Das ist halt so Aktionismus. War ein bisschen schneller. Ist ein Aktionismus und wie auch immer. Ja. Auch da in den USA, na gut, in den USA gibt es ja den schon oft hier auch erwähnten Wissenschaftler John Ioannidis von der Stanford University, der hat dann im Auftrag dieser Universität solche repräsentativen Studien gemacht. Und all dieses Wissen, was wir heute haben, auch zur Infektionssterblichkeit, kommt aus den USA, kommt von ihm, von seiner Arbeitsgruppe, hat die WHO übernommen. Ja, und es zeigt auch zum Beispiel, dass die Infektionssterblichkeit von Corona nicht höher ist wie einer Grippe. Das stimmt aber überhaupt nicht. Da wenden Sie sich gegen die WHO selbst. Nein.
Nein. Das kann ich Ihnen zeigen auf der Homepage. Ich fürchte, wir können das hier an dem Punkt nicht klären. Was Trump jetzt auch gemacht hat, finde ich auch interessant. Nämlich er hat gesagt, man müsste fordern von China Wiedergutmachungszahlungen, glaube ich, im Ausmaß von 10 Billionen Dollar. Wie viele Nullen hat er? Viele. Naja, das wird er wahrscheinlich nicht kriegen, nehme ich jedenfalls mal an. Aber eines ist in der Tat natürlich interessant. Wenn man im Augenblick liest, die Veröffentlichungen über die Frage, wo das Virus herkommt, dann würde ich mal sagen, ist es nicht so total unplausibel, dass das wirklich aus diesem Institut in Wuhan... Das ist die nächste Spekulation, wissen es nicht. Da kann ich Ihnen im Augenblick mal, entschuldigen Sie bitte, ich gehe sehr vorsichtig an die Geschichte ran. Ich sage Ihnen nur eines, vor wenigen Monaten hat ein Hamburger Wissenschaftler eine Untersuchung darüber gemacht. Der ist total irgendwie in die Tonne getreten worden als totaler Spinner. Da kann ich nur sagen, das, was Sie im Augenblick lesen in wissenschaftlichen Publikationen, die sehr umfangreich und sehr detailliert sind, da gibt es viele Informationen darüber. Da können Sie sagen, nein, muss nicht unbedingt so sein, aber es ist nicht total unplausibel. Lesen Sie die Dinger mal durch. Ich kann Ihnen sagen, ich habe ein paar von diesen amerikanischen Sachen, und das sind wirklich seriöse Publikationen, gelesen. Ich bin kein Wissenschaftler, aber ich habe das einigermaßen, sagen wir mal, nachvollziehen können, was da drin steht. Und ich kann Ihnen sagen, es war gruselig, muss ich wirklich sagen. Jetzt sind Sie ja jemand, der sich sehr mit China beschäftigt, auch publizistisch. Ich glaube, es ist auch ein... Sie arbeiten auch momentan an etwas. Ja. Was würde das denn bedeuten, wenn sich herausstellte, dass das tatsächlich dieses unter Anführungszeichen Laborvirus war? Man muss da vorsichtig sein, und ich will keine Behauptungen aufstellen, die ich nicht nachweisen kann. Das ist keine Frage. Aber wenn Sie sich die gegenwärtigen Publikationen ansehen in wissenschaftlichen Zeitschriften, die einfach schlichtweg beschreiben, was die selbst beschrieben haben, welche Art von wissenschaftlichen Experimenten sie da machen. Und wenn Sie, da haben die ja selber beschrieben, und wenn Sie sich das angucken, dann kommen Sie irgendwie unweigerlich zu dem Ergebnis, das ist ziemlich unverantwortlich, was die gemacht haben. Und die Sicherheitsvorkehrungen sollen auch nicht so doll sein. Und im Übrigen steckt da sogar in gewissem Umfang amerikanisches Geld drin. Sodass es vielleicht sogar sein kann, dass beide nicht so ein großes Interesse haben, dass rauskommt, dass da möglicherweise wirklich ein Laborunfall gewesen ist. Dass die Sicherheitsstandards nicht groß genug waren. Ja, ich habe das wirklich sehr sorgfältig durchgelesen, und wenn Sie das im Detail sich angucken, dann wird Ihnen wirklich schlecht, mit was die da experimentiert haben. Das sieht wirklich aus wie die Büchse der Pandora, die da eröffnet. Da kommen schon spannende Sachen, da bin ich auch schon ganz neugierig, was da in den nächsten Jahren herauskommen wird. Und ich glaube auch, dass europäische Institutionen eher mit Vorsicht umgehen werden, weil, was ich gelesen habe, hat es da Co-Produktionen gegeben, auch mit Europa. Also ich glaube, die ganze Welt wird dann eher den Deckel drüber tun. Deswegen wäre ich sehr neugierig. Glauben Sie, das wird nicht verborgen bleiben? Nicht nur amerikanisches, sondern auch europäisches Geld drinsteckt in Kooperationen. Nein, es ist auch Know-how. Ich glaube, es sind ausgetauscht worden. Aber das setze ich auf die Amerikaner. Weil die haben eine andere Öffentlichkeitskultur. Ja. Weil das ist nämlich schon passiert. Mhm. Also es gibt ja den amerikanischen Drosten, Dr. Fauci. Ja, und der hat ja immer gesagt, dass Amerika keine Gelder für die Forschung in Wuhan bereitgestellt hat. Und das hat er anscheinend unter Eid gesagt. Und der wird gerade von ein paar Senatoren, journalistisch würde man sagen, gegrillt und hat zugegeben, dass doch Geld geflossen ist. Und jetzt kommt natürlich die amerikanische Öffentlichkeit und sagt, stopp, sind da Amerikaner gestorben, weil hier Geld in eine gefährliche Forschung geflossen ist? Und das ist eine Dynamik, die in Amerika nicht zu stoppen ist. Hier kann man die vielleicht unter den Teppich kehren. Das kriegen Sie in Amerika nicht unter den Deckel. Wenn das so ist, also ich glaube, es wird irgendwann rauskommen, was sich da abgespielt hat. Vielleicht war es so, wie es in diesen Publikationen steht, und das ist nicht irgendwie nur mal so schwarz im Internet oder sonst was. Das sind wirklich sehr wissenschaftliche Dinge. Man möchte es natürlich wissen, weil Transparenz ist unser Geschäft. Würde es jetzt auf die Frage, wie die Pandemie weiterverläuft, was man tun kann, eine Auswirkung haben? Oder wäre es vielleicht sogar so, dass man sagt, wenn man das früh genug zugegeben hätte, woran die forschen, dass man dann auch in der Bekämpfung mehr Möglichkeiten gehabt hätte? Stopp. Also wenn ich sage, die Infektionssterblichkeit ist nicht höher wie eine Grippe, dann verharmlost das nicht Corona, sondern man darf die Grippe nicht verharmlosen. Und es gibt ein paar Besonderheiten bei diesem Virus, und das haben mir Leute gesagt, die in der Klinik arbeiten, die daran forschen. Es dockt besonders gut, besonders auch an Gefäßzellen an, was übrigens auch die Impfung macht. Und es kommt zu seltenen
wirklich schwerwiegenden Verläufen, die ungewöhnlich sind. Also mich haben Kliniker, die mit diesen Patienten, die gesehen haben, auch immer davon abgehalten, schon früh 2020 nicht zu sagen, das ist einfach nur ein anderes Grippevirus. Das ist es nicht. Es hat diese Besonderheit und es fällt auf, es ist kein Massenphänomen, sonst hätten wir ganz andere Probleme. Aber es ist da. Und wir müssen uns darum kümmern. Und dann, wenn wir die Zahlen aber insgesamt betrachten, werden wir sehen, dass wir sehr gut mit diesem Virus leben können und dass dieses Virus auch den Weg der Kreuzimmunität geht. Und irgendwann saisonal wird. Der Kern der Experimente bestand ja darin, das mal einfach zu sagen, die Viren, die aus Fledermäusen stammten, so umzuprogrammieren, dass sie an menschliche Zellen andocken können. Das war der Sinn der ganzen Geschichte. Und da kann man sich ja schon fragen, ob das nicht eigentlich ein bisschen zu gefährlich ist, auch wenn man das macht, um möglicherweise dann später Impfungen für Viren zu kriegen, die es noch gar nicht gegeben hat. Also das ist sehr problematisch. Sie kriegen dann gleich noch die Schlussfrage. Wir sind nämlich schon in Überlänge. Aber Frau Herzig, ich möchte nur gerne wissen, ich könnte mir vorstellen, dass für Sie und für das, was Sie erwartet, ist für das kurze restliche Schuljahr und dann für den Herbst, die Frage, ob das aus dem Labor ist oder von der Fledermaus, relativ egal ist. Was wünschen Sie sich denn für den Herbst? Was wünsche ich mir für den Herbst? Einen menschlicheren Umgang. Also ich meine einfach mehr, nicht nur auf die Körper zu schauen, ob die Körper gesund sind, sondern auch auf die Seele der Menschen und der Kinder natürlich vor allem, aber auch aller Menschen. Weil wir sind nicht nur Körper und wir müssen alle irgendwann sterben. Ja, es ist immer ein Verlust, wenn jemand stirbt. Der Vater meiner Kinder ist letzten Sommer gestorben. Das heißt, ich weiß auch, was das heißt, ja. Und meine Kinder auch. Aber und es, ja, einfach Seele, Geist, Körper, alles ist wichtig und nicht nur die Körper allein. Herr Narkovic, Sie waren schon mehrmals bei uns zu Gast und haben uns immer mit Ihren Prognosen fasziniert, die zum Teil sehr detailreich waren. Wir waren dann manchmal unterschiedlicher Ansicht, ob Sie auch tatsächlich so eingetroffen sind. Wir können das Spiel jetzt wieder spielen. Ihre Prognose für den Herbst? Meine Prognose oder meine Hoffnung? Was wollen Sie wissen? Vielleicht in der Reihenfolge. Meine Prognose ist, dass wir eine weitere Welle haben werden, die leichter ablaufen wird als die, die wir bisher hatten. Ganz einfach aufgrund der Tatsache, dass wir einen relativ zügigen Impffortschritt machen in der letzten Zeit, dass natürlich eine gewisse Basisimmunität in der Bevölkerung schon da ist. Meine Hoffnung ist, dass wir langsam, aber sicher zu einer Normalität oder zu einer neuen Normalität zurückkehren können, die also sowohl die Entwicklung der die Schulen mit einschließt, die Universitäten, was mir persönlich ganz wichtig ist. Also normaler Präsenzunterricht in den Schulen, ich glaube, das ist allen sehr wichtig, oder? Das wäre eine Hoffnung. Was wirklich sein wird, hängt von Varianten ab, von Impfdurchbrüchen, die wir noch statistisch kaum erfasst haben, und von der Impfrate letztlich. Das heißt, auch die experimentelle Mathematik hält es eigentlich mit Mark Twain. Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen, nicht? Schauen Sie, wir haben es hier mit einem sogenannten Perkulationsphänomen zu tun. Das ist so, wie wenn Sie Wasser in Ihren Kaffee, in Ihren Melitta-Kaffee schütten. Wenn Sie da zu wenig reinschütten, wird das versickern und wird nicht nach unten durchkommen. Wenn Sie eine kritische Menge überschreiten, wird das Wasser unten rauskommen. Und genauso ist das mit der Durchseuchung der Bevölkerung, was Corona betrifft. Das heißt, es ist ein Spiel, das sehr, sehr nahe an einem Grenzwert sozusagen hängt.